Okay, so schnell geht es nicht. Ich drücke ab und zu mal R. Einfach nur... Oh. Das gefällt mir. Ich drücke ab und zu mal R einfach nur aus Gewohnheit. Aber... Diablo wollte schon sagen. Oh mein Gott. Doom ist so ein Game. Da muss man nicht nachladen. Das macht ja so... absolut frequent, ich sag mal absolut rapide, dass du so ein Flow hast und so ein, dich nicht mit Nachladen aufhalten wirst. Ich weiß nicht, ob man es merkt, mit Sicherheit. Ich habe mir gestern auf die Lippe und die Zunge gleichzeitig gebissen und deswegen, was gibt's denn hier? Moment, ich erzähl gleich weiter. Das sieht aus wie... Das ist ein Sturmgewehr. Ja, nice. Deswegen könnte es sein, dass so ein, dieses Lispeln gerade so ein bisschen drin ist, weil es genau halt vorne auf der Zunge ist. Und das ist halt nicht so angenehm. Das ist nice. Huch. Ich würde gerne eine... Was ist das hier? Das ist nicht... Das ist das, was wir haben? Nee, das ist was anderes. Caution. So eins hätte ich auch gern. Oh, das müssen wir ausprobieren, das Ding. Ist hier die Mission schon vorbei, oder was? Oh, nee, komm mal hier. Yeah. Nur für euch. Nur für euch. Ich bin so nett. Ein... Oh, du miese Sau. Du entkommst mir nicht. Ey, ey, ey. Und da mucken sie von hinten rum. Alter, wo will der denn hin? Gibt's ja nicht. Die wollen die hier einfach abhauen. Was hat der denn da? Was ist das? Was ist das denn? Hä? Jawoll. Was ging hier? Oh. Bartz, ein Ding. Wo bist du? Das ist scheiße. Was zur Hölle? Wortwörtlich. Warte, was? Och nö. Och komm. Jetzt ist vorbei. Ach, das ist ja lame. Wer keine. Was war das denn? Der Berserker-Mode? Oder was? Stand ja auch da unten. Aber... Boah, das ist nice. Daran konnte ich mich tatsächlich nicht mehr erinnern. Puh, das war ein bisschen aufregend. Gibt's hier noch irgendwas Schickes? Wir brauchen irgendwelche Extras und Geheimnisse und... Können eigentlich mal gucken gerade. Also, wir haben dort... Was ist das? Ein Echo, das haben wir aktiviert gehabt. Dort drin die Heilstation, die brauchen wir jetzt gerade nicht. Dann gibt's hier aktuell, wird zumindest nichts angezeigt. Muss nicht heißen, dass es hier nichts gibt, sondern nur, dass wir nicht wissen, ob's und wo es hier etwas gibt. Kann ich hier hochklettern so? Einfach hier auf die, nee, okay. Na gut, na gut. Hier hinten eventuell. Hier unten vielleicht? Gibt's, oh Gott. Ich würde ungern hier runterfallen. Ich stelle mir das als nicht unbedingt... Ja, angenehm vor. Ich will da hoch. Da hinten? Nee, hier hinten vielleicht? Da ist noch ein bisschen... Live. Und Muni.
Aber sonst gibt's hier nichts zum Entdecken, oder? Ups. Da bin ich schon mal in die Tastatur gegangen. Und jetzt habe ich wieder R gedrückt, weil ich nachladen wollte. Ich schlau bin. Ja, aber dann geht's hier weiter. Gut. Also. Aufzug, kommst du mal runter? Was ist mit denen hier passiert? Die wurden gehäutet. Keine Ahnung. Ich find's gut, dass sie das so Hide. Es scheint nicht sehr besonders gefestigt zu sein. Diese Hightech-Touchbildschirme, die sind doch auf Wärme und Infrarot und sowas. Wie kann er denn mit seiner klubigen Terminator-Hand da drauf klatschen und der das auch noch so, wenn er das nur so antippt, trotzdem als Eingabe erkennt? Das ist mir so ein bisschen... Ja, weiß ich nicht. Oder hier. Fingerdrucksensor, weißt du, mit Handschuhen an. Wie? Oder ist das vielleicht so ein Code drin? Dass sie das quasi die Hand benutzen und dass da so ein ID-Chip drin ist. Schon wieder. Also so stelle ich mir das vor. Zumindest stellt sich mir da die Frage. Ob es denn tatsächlich so funktioniert. Warte mal, wir müssen zu irgendeinem Dingsbums-Terminal. Kommt der da hin? Wenn wir da hinten... Hier ist ein Gang nach unten. Können wir diesen nehmen? Oder was ist das? Hier gibt's nichts mehr? Nee. Können wir auch nirgendwo runter? Ajo. Dann würde ich mal gern einmal bitte nach unten, der. Ach, Kinder. Huh. Ey. Schlägerei oder was? Du verlierst. Hä? Ja, und nu? Voll aus der Existenz geschossen. Moment. Wir gucken natürlich, ob es hier was gibt. Auch hier. Aber nein. Aber ja, aber nein. Nö. Übrigens immer da, wo dieser grüne... Ich kann es gerade mal zeigen. Hier, dieses grüne Ding ist. Da sind überall Anspringpunkte. Hier jetzt nicht offensichtlich zu sehen, aber da ist zum Beispiel einer. Das bedeutet, es geht nicht da direkt hoch, aber... da in der Nähe. Da ist das grüne Ding. Das ist immer so ein leichter... Also man sieht immer, wo man hochkommt. Das ist immer irgendein Indikator, der einem das angibt. Hier ist es zum Beispiel hier. Also hier ist es sehr offensichtlich, aber... Vielleicht finden wir noch das ein oder andere, wo es nicht so offensichtlich ist. Wo wir es nochmal etwas erläutern können. Und ciao. Doch nicht. Ständig drücke ich da drauf. Ständig. Ich kann doch gar nicht anders. Weg mit dir. Hier ist es aber gar nicht so nett. Ihr kleinen, perversen Dreckschweine, ey. Du da hinten vor allem. Ah, das ist echt schmerzhaft, aber das kennen wir leider schon. Was mich gerade interessiert, wenn ich das hier benutze. Okay. Er verbraucht auch 3 Schüsse, was auch irgendwo Sinn ergibt, aber hätte ja sein können. Bereich Entriegel, das wäre dies. Gibt's hier noch was? Nein. Was hatte der denn vor? Okay, was war's? Es gibt... Guck mal einer an. Extra Munition, wenn wir die... Wie war das? Mit der Kettensäge, genau. Vor allem die Großen hier gibt bestimmt mehr. Ah, widerlich.
Geräusche immer. Das ist manchmal schon... Ey. Ganz ruhig. Ganz locker. Locker durch die Hose atmen, Junge. Ist hier irgendwas Schickes? Weil... Das muss ich, glaube mal loswerden. Ein extra Chip. Ah, du gibst uns einen Scalebomb. Eine Prätorenmarke. Was ist das hier? Ach, no money. So, das habe ich jetzt tatsächlich mit voller Absicht gemacht, weil der andere Schuss doch relativ viel Munition verbraucht. Moment, hier kommen wir doch lang. Hier kommen wir her. Hier müssen wir lang. Ey. Ja. Mein Favorit. Absolute Favorit. Aber dieses Geräusch hört sich immer an, als ob einer irgendwas auf uns schießen würde, aber... Es sind nur die Dämonen, die in ihre Existenz... Sorry, das war gerade so offensichtlich zurückgegeben. Guck mal da! Was ist denn das? Geil! Oh, die Musik. Sind vielleicht... Das war dumm. In welchem Spiel das geht, bitte schleichen? Ich weiß es nicht mehr. Aber... Man hat doch ab und zu noch so Ticks im Gehirn, die einen dazu zwingen, irgendeine bestimmte Taste zu drücken, wo man ganz genau weiß eigentlich, dass sie nichts mit dem Spiel zu tun hat. Und dann wirft man, wie in meinem Fall, eine Granate. Das ist ein Geschenk. Nimm es. Es wird dich stark machen. Dir auf deinem Weg helfen. Ich weiß nicht, was... Wenn du den Energiestoß überstehst. Was ist das? Ein Splitter von irgendwas? Ach komm, wir riskieren's. Achtung! Zu viel Energie. Leite Energie zu Subsystemen. Erhöht dauerhaft die dauerhaft die maximale Gesundheit. Ah, das sind so permanente Upgrades. Ach so, wir können uns das aussuchen. Ja, das ist nice. Ich muss sagen, mit Gesundheit und Rüstung hatten wir tatsächlich noch nie so viele Probleme. Deshalb Munition eher schon. Deswegen nehmen wir als allererstes mal Munition. Du hast eben reine Argent-Energie. Wer sind das? Ach, das ist der... Das ist ein Roboter? Ich entsperre die restlichen Argent-Zellen in der Station für dich. Vega, gib ihm, was er will. 61.337 UAC-Angestellte verstorben. 81% der Einrichtung abgeriegelt. Dämonische Präsenz auf der gesamten Anlage extrem hoch. Laut Dr. Haydens Aufzeichnungen begann die Invasion in den Lazarus-Laboren. Offenbar wurde eine Höllenwelle aktiviert, die 64% der UAC-Belegschaft in die Kreaturen verwandelt hat, die jetzt die Anlage bevölkern. Der Rest wurde von den Dämonen getötet, die Olivia Pierce aus ihren Zellen befreit hat. Ich glaube, ich muss mich für das, was hier geschehen ist, entschuldigen. Einige meiner Angestellten haben es zu weit getrieben. Olivia ist für all das hier verantwortlich und ich glaube, dass du dich irgendwann um sie kümmern musst. Du hältst vielleicht nichts von unserer Forschung, aber du musst wissen, wir haben die Hölle und ihre Ressourcen nur genutzt, weil das im Interesse der Menschheit war. Was hier in dieser Einrichtung geschehen ist, das ist der Preis für den Fortschritt. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Es gab einen Vorfall in der Gießerei. Die Regulatoren wurden zerstört und die Kerntemperatur destabilisiert sich.
Sie haben den angrenzenden Bereich überrannt. Du musst die Entlüftungsturbinen wieder aktivieren. Eine Kernschmelze wird keiner von uns überleben. Ja, jetzt sofort? Was nehmen wir denn da? Ach komm, nimm mal das Ding. Wir haben jetzt extra Muni geskillt, jetzt können wir auch ein bisschen rumballern. Haben wir jetzt auch ein welcher Knopf ist denn das? Warte mal, wie war das? Was muss ich da gedrückt halten? F? Nee, warte mal, T? Hä, was war's denn denn? Q, was? Okay, das ist 1, 2, 3. Hier fehlt noch irgendwas. 4 ist das MG. Haben wir eine Waffe übersehen vielleicht? Oder habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Oder, also... was ist hier los? Dann ist noch... Nee, da kommen wir her. Na gut, dann... Alter, was... Ganz ruhig, Gasflasche. Geht ja weiter. Ja, Kampf nicht verfügbar. Oh Gott. Alter, Alter, guckt euch die extra... Oh. Ja, wir haben so gut wie nichts mitgenommen. Wir müssen sehr viel besser erkunden. Ach du Scheiße, wir müssen sehr, sehr viel besser erkunden. So. Das, okay, Kernschmelze. Wir müssen die Lüftung wieder einschalten, damit der Treibhauseffekt nicht die Kernschmelze verursacht. Oder wie war das? Ei, easy. Dies bekommen wir hin. Sei dir. Die weitere Analyse des aktiven Prätorenanzugs hat ergeben, dass ich die Verbesserung ihres Arsenals durch die Bewertung ihrer Kampfeffizienz beschleunigen kann. Ich habe ihre Helmanzeige entsprechend erweitert. Zur Hölle? Ich kämpfe, kannst du den Waffenpunkt verdienen, deine Kampf... Ja, was ist das denn? Nett. Nicht beseitigt wurde. Das ist unsere geil. Sicherheitssysteme lassen sich nicht überbrücken. Ich finde es auch super gelungen und super interessant schon damals, wie die das quasi hinbekommen, diese Mischung zwischen diesem mystischen und magischen und dieser ganzen Technologie, also der technischen Seite und der mystischen Seite quasi hinzubekommen, das ist ein Pluspunkt, definitiv, für Doom. Ich dachte, ich hätte den Granatenwerfer aktiviert. Ei, was haben wir denn hier? Taktisches Zielfernrohr? Im Mikroraketen? Was? Ja, easy. Sind es jetzt nur noch Mikroraketen? Nee. Okay, eine Mikrorakete sind 3 Money. Gut, kann ich verstehen. Warte mal, es ist auch... Kann ich hier mal... Nee, Einstellung, Grafik? Die Helligkeit eventuell... Nee, auf was war's? Komm hier. Wird noch nicht mal mehr das Menü angezeigt. Ich mach mal 1,4. Gehen wir mal zurück. Ja, möchte ich übernehmen. Ah, ja, das ist schon... Ist immer noch ein bisschen düster und alles. Ist aber definitiv besser, sodass man auch mal was sieht. Ja, hier, ich habe überhaupt nicht gesehen, dass da ein Tisch steht. Okay. Ey. Ich mag die Waffe. Da kommen wir nicht ran. Gaswind entdeckt. Was? Zugang verweigert. Wieso so funktioniert mit Handschuhen dann? Das ist wieder so ein Echo-Ding, oder was? Die Riesen.
Es sind die Besten. Die Höllenritter heißen die, glaube ich. Oder? Höllenritter? Es ist der Typ. Ich glaube, wir sollen dem folgen, oder? Moment. Irgendwas machen? Nee. Achtung, Kerntemperatur steigt. Hat er den jetzt mit hingenommen? Warte mal, hier ist die Blutspur. Hier sind noch Schleifspuren. Rüberspringen können wir nicht, oder? Können wir eigentlich rennen? Ne, wir können nur mit Shift langsamer laufen. Da drüben ist, glaube ich, so ein Anzug, wenn ich das richtig sehe. Okay, wie würden wir da hinkommen? Da? Da oben? Da oben? Warte mal. Können wir hier vielleicht irgendwo rein? Hier geht's noch überall runter, aber da gibt's nichts. Da unten geht's aber. Wo ist man jetzt? Na, hier unten. Ah. Nein, da ist noch so einer. Okay, also wir haben direkt hinter uns einen. Den haben wir gerade gesehen. Und dann hinter einer verschlossenen Tür einen. Beziehungsweise hier drüben war das. Wo es nicht weiterging. Jetzt sind wir einen kleinen Moment zurückgelaufen, aber es war nicht so. Okay, da will ich jetzt nicht runter. Es war jetzt nicht so weit, das heißt, es geht alles noch ganz gut. Wir müssen jetzt hier nur wieder hochkommen irgendwie. Nee, doch hier geht's überall runter. Warte mal, hier sind wir doch nicht richtig, oder? Oder? Nee, hier, genau. Hier sind wir richtig. So, da war das Ding. Und dort hinten hat das Ding, was wir gesehen haben, wo wir gern lang gehen würden. Wie zur Hölle man da hinkommen soll? Ich will das wissen. Ich will darüber. Ich will. Also, wir gucken dorthin. Da oben gucken wir quasi hin. Das heißt, wir gehen mal hier raus, zurück. Das war dumm. Das war dumm. Das war dumm. Nehmen wir das noch mit. Hier unter links. Ja, dann hier raus. Und dann stehen wir hier. Mal da. Das können wir aber nicht kaputt machen, oder? Das ist interessant. Scheint aber weiter zu gehen. Hm. Das ist jetzt super merkwürdig. Die Frage ist natürlich, wie kommen wir dorthin? Aber ich glaube tatsächlich, so wie ich das sehe mit dem Gitter, dass diese Strecke, die wir dort sehen, gar kein Ausgang, sondern ein Eingang sein soll. Dass wir nur irgendwie darüber kommen müssen. Ich schätze tatsächlich an der anderen Seite. Warte mal, was ist denn das hier? Hier ist irgendwas. Das ist genau die andere Seite. Können wir? Da muss ich jetzt nur mal nachschauen gehen. Tja, das gehört alles dazu. Wir wollen alles mitnehmen, auch wenn wir in der letzten Mission absolut verkackt haben. Okay, über die Brücke und dann links um die Ecke. Ne, hier geht's nur. Ne, das ist nur hier. Hier geht's nur runter. Hier durch. Bedrohung. Ja. Oh, fuck, wir haben keine Schlüsselkarte.
Brauche eine blaue Schlüsselkarte. Das ist... Ah, das ist das Ding, was wir da... Ja, okay. Dann müssen wir wahrscheinlich darunter. Da kommen wir da generell erst später hin. Das müssen wir uns aber unbedingt merken. Oder das muss ich mir merken, dass wir da noch auf jeden Fall einiges an Loot abholen können. Dann würde ich sagen, bleibt uns erstmal nicht viel übrig, als hier... Oh, da drüben wird's so...